Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch ein weiteres Muster für Dreieckstücher zeigen, welches wirklich sehr schön ist und gar nicht schwer. Nachdem wir unsere Basis reingehäkelt haben, wiederholen wir einfach nur zwei Häkelreihen. Ich werde wieder mit Acrylgarn arbeiten und Nadelstärke Nummer 3. Ihr sucht euch das passende Garn aus und die passende Nadelstärke. Und dann geht's los mit 23 Luftmaschen, die ich bereits schon gehäkelt habe. So, jetzt zählen wir die ersten 8 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wir stechen in die 8. Masche ein und häkeln eine feste Masche. Es folgen 5 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5. Und nun in die erste Masche eine feste Masche häkeln. So, jede Reihe startet jetzt mit 11 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arbeit wenden. Hier ist die feste Masche, die wir gehäkelt haben. In die Masche einstechen und wieder eine feste Masche häkeln. Es folgen 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. So, und in diese feste Masche häkeln wir jetzt 3 ganze Stäbchen. Das erste. Das zweite und das dritte. Drei Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Masche. Das wird jetzt unsere Spitze, also quasi die Mitte unseres Dreieckstuchs. So, das zweite ganze Stäbchen und das dritte. 5 Luftmaschen. So, und hier ist jetzt eine große Lücke. Wir schließen jede Reihe, indem wir in die Mitte dieser Lücke gehen und eine feste Masche häkeln. So, und nun 11 Luftmaschen. Arbeit wenden, eine feste Masche häkeln fünf Luftmaschen. So, und hier sind die drei ganzen Stäbchen. Wir stechen in das erste ein und häkeln eine feste Masche. Und in der Mitte häkeln wir jetzt immer 3 Luftmaschen an den Seiten, 5 in der Mitte, 3. Also 3 Luftmaschen. Das zweite Stäbchen überspringen wir. Wir stechen in das dritte ein und häkeln eine feste Masche. 3 Luftmaschen. Da sind die nächsten 3 ganze Stäbchen. In das erste einstechen. Eine feste Masche häkeln. 3 Luftmaschen. Das zweite überspringen wir wieder, in das dritte einstechen, eine feste Masche häkeln. Und jetzt geht es wieder mit den 5 Luftmaschen weiter. Hier wieder eine feste Masche. Fünf Luftmaschen. So, wir beenden auch diese Reihe, indem wir in die Lücke einstechen, in die Mitte und dann wieder eine feste Masche häkeln. Das war jetzt die erste Reihe. Jetzt wieder 11 Luftmaschen.
Arbeit wenden. Wir fangen wieder mit einer festen Masche an. Fünf Luftmaschen und jetzt häkeln wir Knospen, diesen Puffstitch wieder. Dieses Mal machen wir das mit einmal einen Umschlag in die Masche einstechen, Faden nach vorne bringen und die ersten zwei Maschen häkeln. Wir haben zwei Maschen auf der Nadel und wieder Umschlag in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne bringen und wieder zwei Maschen häkeln. Wir haben drei Maschen auf der Nadel, Umschlag in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne bringen, die ersten zwei Maschen häkeln und dann haben wir vier Maschen auf unserer Nadel. Die häkeln wir jetzt alle zusammen. Und wieder fünf Luftmaschen und eine feste Masche häkeln. Auf die feste Masche eine neue feste Masche. So, jetzt sind wir wieder in der Mitte. Hier geht es jetzt weiter mit drei Luftmaschen. Die erste Lücke, die zweite Lücke, die dritte Lücke. Wir überspringen die erste und gehen in die zweite und häkeln drei ganze Stäbchen. Eins, zwei und das dritte. Drei Luftmaschen und in derselben Lücke nochmal drei ganze Stäbchen. So, drei Luftmaschen wieder. Die Lücke überspringen wir, so wie wir es auf der rechten Seite auch gemacht haben. Wir gehen in die feste Masche und häkeln eine neue feste Masche. Fünf Luftmaschen. So, und hier häkeln wir wieder eine Knospe, so wie wir es auch auf der rechten Seite gemacht haben. Also Umschlag in die Masche einstechen, Faden nach vorne bringen und die ersten zwei Maschen häkeln. Ein zweiter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne bringen, die ersten zwei Maschen häkeln. Ein dritter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne bringen, die ersten zwei Maschen häkeln und jetzt alle vier Maschen zusammen häkeln. Fünf Luftmaschen und wieder die Reihe mit einer festen Masche, indem wir in die Mitte der Lücke einstechen, häkeln. Und das war jetzt die zweite Reihe. Wir wiederholen diese zwei Reihen noch einmal. 11 Luftmaschen. Arbeit wenden. So, in dieser Reihe häkeln wir jetzt wieder nur feste Maschen, keine Knospen. In der ersten Reihe immer nur feste Maschen. Die erste feste Masche, jetzt fünf Luftmaschen, hier ist die Knospe, auch hier in die Masche einstechen und eine feste Masche häkeln, fünf Luftmaschen, eine feste Masche häkeln, fünf Luftmaschen. Hier sind wir wieder in der Mitte, da sind die drei ganzen Stäbchen. Wir stechen das erste ein und häkeln eine feste Masche. Und jetzt geht es weiter mit den drei Luftmaschen wieder. Jetzt machen wir Platz für den nächsten ganzen Stäbchen in der nächsten Runde. Also drei Luftmaschen. Das zweite ganze Stäbchen überspringen wir. Wir gehen in das dritte, eine feste Masche häkeln. Drei Luftmaschen. Hier sind die nächsten drei Stäbchen. Das erste in die Masche einstechen. Eine feste Masche, drei Luftmaschen. Das zweite Stäbchen überspringen wir wieder. Wir gehen in das dritte und häkeln eine feste Masche. So, jetzt geht es wieder weiter mit den fünf Luftmaschen und eine feste Masche. Fünf Luftmaschen.
Hier ist die Knospe, auch hier in die Masche einstechen, eine feste Masche häkeln, 5 Luftmaschen, eine feste Masche, 5 Luftmaschen, in die Mitte der großen Lücke einstechen und eine feste Masche häkeln. So, und das ist die erste Reihe. Zweite Reihe, wieder 11 Luftmaschen, 'Die Arbeit wenden. Wir fangen immer mit einer festen Masche an und dann kommt die Knospe jetzt und dann wieder die feste Masche und dann wieder die Knospe. Immer abwechselnd in der zweiten Reihe, feste Masche, Knospen. Also eine feste Masche, fünf Luftmaschen und hier kommt wieder die Knospe. Umschlag, einstechen, Faden holen, erst die 2 Maschen. Umschlag, einstechen, Faden holen, wieder 2 Maschen und das Ganze noch einmal und dann alle 4 Maschen zusammen häkeln. 5 Luftmaschen und wieder jetzt eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Hier häkeln wir wieder eine Knospe. Fünf Luftmaschen. Hier haben wir jetzt eine feste Masche und wir sind wieder in der Mitte angekommen. So, das heißt, wir machen jetzt wieder die 3 ganzen Stäbchen. Erstmal 3 Luftmaschen, die erste Lücke überspringen. In die zweite kommen die 3 ganzen Stäbchen und die dritte wird auch übersprungen. 3 ganze Stäbchen in der Mitte häkeln, 3 Luftmaschen und noch einmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke. So, die Lücke überspringen wir, da ist die feste Masche. Und in die feste Masche einstechen und eine neue feste Masche häkeln. Unsere Spritze wird immer größer. 5 Luftmaschen. So, da haben wir die feste Masche gehäkelt und nun kommt wieder die Knospe dran. Immer abwechselnd in der zweiten Reihe. Eine feste Masche, eine Knospe. Fünf Luftmaschen, hier jetzt wieder eine feste Masche, 5 Luftmaschen, hier kommt wieder eine Knospe hin, 5 Luftmaschen. Hier ist die große Lücke, in der Mitte einstechen, eine feste Masche häkeln und die Runde damit beenden. So, man kann das Muster schon sehen. Ihr seht, es ist eigentlich ganz, ganz einfach. Wir häkeln noch 2 Reihen zusammen und fangen mit 11 Luftmaschen an. Arbeit wenden. Und das ist jetzt wieder die erste Reihe. Das heißt, hier werden nur feste Maschen gehäkelt, keine Knospen. So, in die erste Masche einstechen, eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Hier ist die Knospe, auch hier eine feste Masche häkeln. 5 Luftmaschen. Und wieder eine feste Masche,
5 Luftmaschen. Hier ist die nächste Knospe, auch hier eine feste Masche häkeln. 5 Luftmaschen. Eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Und hier ist wieder die Mitte. In das erste Stäbchen einstechen, eine feste Masche. Nun geht es hier weiter mit 3 Luftmaschen. Das zweite Stäbchen überspringen wir, in das dritte eine feste Masche häkeln. Und wieder 3 Luftmaschen. Da ist das nächste Stäbchen, in das erste einstechen, eine feste Masche, 3 Luftmaschen. Das zweite überspringen wir wieder, in das dritte Stäbchen einstechen und eine Luftmasche häkeln. So, jetzt haben wir quasi wieder Platz gemacht für die nächsten ganzen Stäbchen in der nächsten Runde. Weiter geht's mit 5 Luftmaschen. Eine feste Masche und wieder 5 Luftmaschen. Hier ist die Knospe, auch hier eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Auch hier eine feste Masche. Und die Reihe endet mit 5 Luftmaschen und wieder. Hier ist die große Lücke in der Mitte einstechen, eine feste Masche häkeln. Und das war die erste Reihe. Nur feste Maschen in der ersten Reihe. So, Reihe 2, 11 Luftmaschen. Arbeit wenden. Die Spitze guckt immer nach oben. Und hier kommen wieder die Knospen. Wir fangen an mit einer festen Masche. Und jetzt 5 Luftmaschen. Hier ist die nächste feste Masche. Hier häkeln wir eine Knospe. Fünf Luftmaschen und immer abwechselnd jetzt eine feste Masche, 5 Luftmaschen, und eine Knospe. Und wieder 5 Luftmaschen, eine feste Masche, 5 Luftmaschen und eine Knospe. Fünf Luftmaschen. Eine feste Masche und hier ist wieder die Mitte. Hier werden jetzt wieder die ganzen Stäbchen gehäkelt. Wir haben die 3 Lücken. Die erste überspringen wir. In der Mitte kommen die ganzen Stäbchen und die dritte überspringen wir. Also hier wieder 3 Luftmaschen. In die zweite Lücke einstechen und dort erstmal 3 ganze Stäbchen häkeln. Und nochmal 3 Luftmaschen und 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke. Drei Luftmaschen, die Lücke überspringen wir, da ist die feste Masche, da stechen wir ein und eine feste Masche häkeln.
So, und jetzt geht es wieder weiter mit 5 Luftmaschen. Feste Masche haben wir gehäkelt, also kommt jetzt wieder die Knospe. Und abwechseln jetzt wieder 5 Luftmaschen. Eine feste Masche, 5 Luftmaschen und nun wieder die Knospe. Fünf Luftmaschen, eine feste Masche jetzt wieder, 5 Luftmaschen, nun kommt eine Knospe, fünf Luftmaschen wieder und dann die Reihe beenden mit einer festen Masche, indem wir wieder in der Mitte der Lücke einstechen und die feste Masche häkeln. So, und dann das Ganze von vorne. 11 Luftmaschen, wieder eine Reihe nur mit festen Maschen. Dann in der nächsten Reihe eine feste Masche, eine Knospe, immer abwechselnd. Es ist wirklich ganz, ganz einfach. Und nach ein paar Reihen sieht das Ganze dann so aus. Ihr könnt so wie ich hier zweifarbig machen oder einfarbig oder mehrfarbig. Probiert es aus, es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich wünsche wieder ganz viel Spaß dabei. Bitte nicht vergessen, Kanal abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Like und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.